Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. So, wir haben noch 5 Spiele, wir brauchen nur noch 2 Punkte, um aufzusteigen. Wir wollen aber natürlich gleich mal den Pokal holen. Ja, kann man am Anfang relativ schön. So, Aufstellung. Ja, hier sind wir gut vertreten. Eigentlich könnte ich so auch machen. Lukaku kann ich mir da mal aufsparen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich den mal bringe. Muss ja nicht. Chemietechnisch ändert sich da nicht viel. Und ja, passt so. Würde ich sagen, 61er Gesamtbewertung. Mehr wird es halt nicht momentan. Da könnte ich zwar die besten Spieler, die ich habe, irgendwie reinknallen und dann wird es mehr. Aber was hilft es mir denn, wenn dann die Chemie kacke ist? Und die Chemie ist, glaube ich, ein gutes Rädchen hier. Diese Saison, dass man da echt was reißen kann. Vielleicht, dass da das ein oder andere natürlich noch besser geht. Das ist klar, da bin ich jetzt nicht so der Pro im Mannschaften zusammenstellen und in Ligen sehen und. Aber mit Silberspielern echt problematisch. Vor allem die Engländer, die spielen zum Teil Viertliga. Also das ist dann schon heavy, wenn's echt Probleme kriegst, weil die Liga einfach nicht passt und die eine vierte Liga haben. Und wow, es ist natürlich schon krass. Ist auch schade, dass da andere Nationen nicht nachgezogen werden, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder Italien. So typische Dinger, dass halt noch niedrigere Klassen auch irgendwie implementiert werden ins Spiel. Ja, weil das doch irgendwo schön wäre für manche Leute, ihren Heimatverein zu spielen. So, er hier hat auch eine 65 bewertete Mannschaft, 63 Chemie, da sind wir ein Stückchen besser, aber nicht viel, so viele Engländer, aber hat von vorne bis hinten, ja, eine Chemiekette. Mal gucken, ob ihm die was hilft oder ob wir dagegen gewappnet sind und was machen können. Also, das sehen wir ja gleich. So, mein Gegner erstmal mit Ball, aber den gibt er uns freiwillig. Das ist schon mal schön. Oh, hier rum. Oh, schön. Oh, durchsetzen kann er sich. Aber ist dann nicht schnell genug mit Ball. So, das haben wir hier vorgesehen. Shit. Da rutsche ich vom Stick ab und versau mir die ganze Tour. Wäre eine schöne Lücke gewesen. Und der ist vorbei. Und im Aus. Einwurf für uns. So. Ball kommt. Können wir schon mal genehmigen. Boah, dann kommt er da angeflitzt. So, da kommen wir gerade noch so mit dem Füßchen hin. So, den haben wir. Oh, hier rum. Komm schon, lauf. Bevor da sein Aus ist. Boah, kriegen wir gerade noch so. Flanke kommt. Ah, den kriegt der Torhüter. Putz, das drin, 1-0. Schön rauskombiniert, nochmal schön rübergelegt und dann abgezogen. 1-0. Ah, super. Echt schön da nochmal rübergelegt und dann bams, rein damit. Mein einziger Goldspieler, muss man sagen. Außer Lukaku, wenn man den Leihspieler hier mitzählt. Aber würde ich jetzt persönlich fast nicht machen. So, dominieren die Partie, das wäre wichtig. Also auf den ersten Tag hin hat sich da schon ein bisschen was rauskristallisiert, wo wer hingehört. Und ja, bei uns läuft es gerade. Schade. Also die, die besser sind, sind schon aufgestiegen. Und können da natürlich sich in höheren Ligen um den Sieg balgen. Oh, shit. Der war unclever. Muss man echt sagen. Einwurf für meinen Gegner. Zum Glück trudelt der noch ins Aus. Dadurch das schnelle Spiel ein bisschen behindert. Einwurf für uns. Okay. Nehme ich doch gerne. Oh. Oh, die zwei Japaner verstehen sich. Nicht nur sprachlich. So, sondern auch auf dem Platz. Der war vorbei.
Oh, come on, er ist immer noch dran. Na, oh, im Nachschuss. 1-1 Ausgleich. Schade. Da hat er nochmal bekommen. Ja, ja. Im Nachschuss drückt er mir rein. Egal. Wir sind schon mal in Führung gegangen. Wieso sollten wir es nicht ein zweites Mal? Einfach nur, weil wir es können. Ah, shit. Ich habe wieder zu lange gewartet mit dem Pass. So, war dort kein Abseits? Nope, war es nicht. So, meiner. Vielen Dank. So, da draußen auf dem Flügel startet der flinke Japaner durch. Ah, und da komme ich nicht ganz ran. Oh, geile Situation und den vergeben wir. Oh mein Gott. Ich wollte mir halt nicht mehr Zeit lassen. Ei. So eine geile Großchance und dann so ein hässliches Ding draus gemacht. Ach komm. Alter, der kam sogar an. Ah, Grätsche passt. Aber Ball haben wir noch nicht. Ah, erstmal wegnölen, so ein bisschen. Oh, der hat ja super funktioniert. Ei, dann schießt er mich an. Ecke für meinen Gegner. In der 29. Minute. So, den nehmen wir ihm easy ab. Alter, dann fällt mein Spieler. Freistoß. So. Ah, shit. Natürlich jetzt viel Platz für Konter. Sehr viel Platz. Boah, da kam die Rettung. Oh, schade. Oh, Flanke. Bums, der ist drin. 2-0. Flankentor. Wunderschön. Es geht doch. Also aus mehreren Situationen schon ein Tor geschossen. Und alles schön gewesen irgendwo. Jetzt nicht irgendwie so Heslon-Tore. Gut, solche haben wir auch schon geschossen, aber die Vielfalt der schönen Tore ist größer. Macht echt Spaß, hier zuzugucken. Oh, shit, da ist zu viel Platz. Oh, den kann der Torwart noch ablenken. Ecke. Oh, fuck. Da konnte ich nichts machen. 2-2 der Ausgleich wieder. Ist halt einfach mal so. Schade. Oh, boah, schade. Na, oh, dann nimmt er mir zweimal den Ball ab. Eieiei. So, nix gibt's. Da kommt die Grätsche. Die war super. Die war wichtig. Die war vorbei. Foulspiel. Wird gepfiffen. Ah, schade. Soweit wollte keiner in 16er gehen. Wieso? So, zurück zum Keeper und dann ist gut. Also an Tormangel leidet es nicht. In diesem Spiel bis jetzt 4 Butzen gefallen. Boah, geht schon mal.
zweimal in Führung gewesen und zweimal den Ausgleich kassiert. Sollte nicht so sein. Müssen wir versuchen, da besser dran zu gehen. So. Ah, scheiße. Da komme ich natürlich nicht durch. Ah, shit, der war kacke. Boah, weg damit. So halbwegs. Foulspiel. Von meinem Gegner. Boah, geil. Der kam super, super an. Da war mir die andere Ansicht ja fast lieber. So, schön kombinieren. Wo läufst du hin? Ah, schade. Ah, Ecke. Das zumindest. Aber wieder schön kombiniert. Ecke kommt. Ah, ich will mal aus der Ecke wieder ein Tor schießen. Schlimm hier. Funktioniert noch nicht ganz. Bei mir. Fuck. Das war die falsche Option. Oh, come on, dann werde ich gestört. Der Pass kommt nicht an. Oh, hat war kein Foul. Gut so. So. Das war keine gute Grätsche für ihn. Oh, schade, Ecke. Fuck. Vorbei am Tor. Schade. Ja. Oh, schön abgenommen. Oh, Elfmeter oder wie? Oder Freistoß? Eins von beiden ist es. Auf jeden Fall. Oh, eine rote Karte hinten in der Innenverteidigung. Das tut weh. Das tut weh. Vor allem, wenn noch 30 Minuten zu spielen sind. Oh, Freistoß. Putz, der ist drin. Oh, nicht drin. Schade. Der springt noch drüber. War zwar Hand, aber wir sagen mal nichts. Oh, Ecke kommt. Ah, oh, drüber. Schade. So, sagen wir fortsetzen. Ja, kommt endlich zu den Wechselungen. Also hier wieder die Innenverteidigung ein bisschen solider gestaltet. Dann wird ihm halt anderen Ortes der Spieler abgehen. Hoffe ich mal. So. Hat auf jeden Fall gewechselt. Ich sehe aber jetzt auch nicht auf Anhieb wo. Ah, da treffe ich nur den Mann. So, dranbleiben. Nicht jetzt noch den Punkt herschenken. Sauber. Ah, shit, da kommt er angelaufen. So, nichts gibt's. Ganz easy, ich krieg noch eine gelbe. Ja, ist vertretbar. Ist vertretbar. Schade. Kommt man nicht ganz hin. Er spielt ins Aus. Lol. Oh, ungefähr hier hin. Ah, Keeper kommt ran. Boah, dann werde ich so zugelaufen. Shit, da komme ich ins Stolpern. Zurück, Leute. Fuck. Jetzt ist sehr viel Platz da. Oh, schade. 3-2-Führung für meinen Gegner.
Dann geht der gegen den Pfosten und der Mitgelaufene macht ihn rein. Schönes Tor. Schönes Tor. Kann man nichts machen. Ist halt einfach mal so. Wenn wir den Ball nicht über die Linie kriegen. Dann müssen wir halt blöd aus der Wäsche gucken. Und das tun wir in dem Fall. Aha, schade. Ja, was mache ich denn? So, dranbleiben. Der geht vorbei. Gott sei Dank. Wir haben noch die Chance auf den Punkt. Also sollten wir mal versuchen, irgendwas zu machen. Boah, ich schieße nur den Gegner an. Lauf, Junge. Ah, oh, schade. Wollte er nicht. Ist auch schon ein bisschen platt. Der gute Herr. Ah, come on! Nicht liegen lassen. Blöde Idee. Ah, come on. Was ist hier los? Och nö. Darf ich raten, der ist schneller als ich? Nee, doch nicht. Ah. Hoher Druck will ich. Schön durchgesteckt. Oh, noch eine Ecke. So, Ecke kommt, aber den hat der Torwart. Schade. Da kommen wir nicht ganz hin. Ah, Mensch. Komm raus, Keeper. Ah, vielen Dank. Ah, schade. Ich komme einfach nicht mehr klar. Abseits. Dankeschön. Ah. Ah, da kommt er da dazwischen. Mist. Boah, come on. Läuft gerade gar nicht mehr. So, Ballhammer. Putz! Ausgleich! 3-3. Gut, dass wir den im Augenwinkel noch gesehen haben. Und den Ausgleich schießen konnten. Schön aufgelegt. Zum Glück hat er den Torwart auch weit rausgeholt. Ich habe einen verletzten Spieler. Okay, 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 okay. Ich nehme ihn ja schon raus. So, gut ist. Hat sich beim Torschuss verletzt. Nice. Kann man ja auch mal machen. Und da ist vorbei. Yes. Den Punkt noch mitgenommen. So soll es sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin. Ciao.